Wie seid ihr zur Musik gekommen? Wann hat das angefangen? Wann hat David die Leidenschaft gepackt? Ich habe auch mit 6 angefangen, Geige zu spielen. Mein Vater ist Musiker. Und warum es Geigen ist, weiss ich nicht so genau. Wahrscheinlich ist das etwa das erste Instrument, das man hört in den meisten Konzerten. Meine Mutter hat nichts mit Musik zu tun gehabt, aber das ist einfach etwas, immer schon ein Wunsch gewesen, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen. Jetzt habt ihr die Frage schon fast beantwortet, warum das Gigo ist worden. So genau könnt ihr es nicht sagen. Gibt es etwas, was ihr geprägt hat, wenn ihr aber sagt, doch, ich habe es dann gekehrt und habe mich gerade eingeschossen auf die Violine? Ich glaube, es ist wirklich das Zusammenspielen mit anderen Leuten. Gigen braucht es überall und immer, vor allem in der klassischen Musik. Und das ist das, was ich am liebsten mache und das schon als Kind geliebt habe. Wie war so der persönliche Werdegang gewesen? Was habt ihr für Ausbildung gemacht? Wie habt ihr die Musik perfektioniert? Ich habe schon während der Schulzeit sehr, sehr viel Orchester gespielt und dann gefunden, ich würde gerne das professionell machen. Nicht unbedingt zum Profimusiker sein, gerade sofort, sondern um möglichst gut zu sein. Ich bin dann möglichst weit weg von meinem Vater, also nicht im Umfeld von dort, wo er hat an der Musikhochschule in Zürich unterrichtet und bin auf Genf, das war für mich schon weit weg, zu studieren. Nachher habe ich noch in Basel und in Dresden ein Studium gemacht und bin dann aber wieder zurückgekommen, weil ich eine Stelle hatte in der Schweiz und darum da gelandet, wo ich jetzt bin. Was war für euch so der Höhepunkt, gewesen, das Highlight von einer bisherigen Karriere? Ui, das ist schwierig zu sagen. Es ist vielleicht am einfachsten zu sagen, dass eigentlich immer das, was ich gerade dran bin, der Höhepunkt ist. Ich könnte eigentlich aus jeder Phase von meinem musikalischen Leben irgendetwas nennen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ernen ist tatsächlich einer der Höhepunkte. Ich habe mich so gefreut, dass es stattfindet, dass ich wieder kommen kann. Ich bin auch seit mehr als 10 Jahren immer da. Und es ist einfach etwas ganz Besonderes, mit Freunden und so einer internationalen Familie eine Art Musik zu machen. Und es ist wunderschön da, das ist natürlich auch etwas Wichtiges. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr vor 10 Jahren das erste Mal in Erne spielen konnte? Ich kenne die Ada Pest, Leiterin der Barockmusikwoche, seit 25 Jahren, glaube ich. Wir haben uns an der Oper kennengelernt, wo sie Konzertmeisterin ist. Und wir haben uns bald sehr, sehr gut verstanden, unter anderem wegen dem Interesse für Barockgeigen. Und sie hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich mitkommen will. Und natürlich bin ich sehr, sehr gerne gekommen. Und seither hat sie mich eigentlich immer wieder gefragt. Und es ist eben wirklich eine Art musikalische Familie, die wir hier haben. Die meisten kommen jedes Jahr wieder. Was ist für euch das Spezielle oder das Schöne an der Barockgeige, an der Barockmusik? Ich mag den Klang des Instruments sehr, sehr gerne. Es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen feiner, ein bisschen weniger auf Power meistens denkt. Und die Freiheit, die man hat beim Spielen, gefällt mir sehr. Ich habe ganz lange zeitgenössische Musik gemacht und romantische. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die so wahnsinnig spannend sind, wo man kann auf eine andere Art über Musik reden und eine andere Art Musik machen, dass es mir wirklich hat mir richtig dort hingezogen und ich habe es nie mehr wieder aufgehört.